im Ernst, wie fühlt sich das jetzt an? Bisschen kalt. Also wenn ich wedel, ist da schon kein Windfänger mehr. Aber auch frei. Also ich will die ganze Zeit schon den hier machen, denke so, oder so, den hier. Aber da ist nichts mehr. Fühlt sich komisch an. Und ein bisschen freier vom Kopf. So. Man merkt die Haare nicht mehr. Ist eigenartig. Aber man kann sich dran gewöhnen, glaube ich. Auf alle Fälle ist so ein Anblick ungewohnt. Ja. 100%. Ich wurde gerade sanft rasiert. Und dann habe ich mich das erste Mal im Spiegel angeguckt, nachdem sie mir so einen Anti-Irokese gemacht haben. Also hier einfach den Balken weg. Super lustig. Aber jetzt so eine Glatze, das sieht irgendwie schon anders aus als vor 10 Jahren. Ich glaube auch meine Kopfform hat sich verändert. Gut, damals war ich ein bisschen mehr Kind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es schlecht aussieht, aber es ist verdammt ungewohnt. Außerdem ist meine Glatze nicht gebräunt. Der Rest ist braun, das hier oben ist weiß. Chen sagt, sie mag Glatze. Und jetzt? Ja, jetzt sagen wir das ab und fliegen mal nach Hause. Naja, also... Die Glatze war rasiert und dann sagte sie, hey, das sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt lässt sie dir noch deinen Hals tätowieren und einen Kopf tätowieren. Dann passt die Sache. Am besten noch einen Goldzahn und eine Rolex. Nein, Spaß. Nein, sie mag die Glatze. Das ist schön, für mich schön zu wissen, dass wenn sie denn mal ausfallen sollten, irgendwann, oder wenn ich Glatze tragen möchte, dass es auch in Ordnung ist für sie. Aber wir sind ja hier, dass sie später mal Haare behalten kann. Und ja, wie ich vorhin schon oder in der ersten Episode sagte, mir bleibt die Option einfach offen. Wenn ich dann meine Glatze haben will, kann ich sie immer noch abrasieren, die Haare. Und dann ist vielleicht auch die Jen glücklich. So, die Haare sind ab. Bist du jetzt aufgeregt? Jetzt wird's halt ernst. Also, die ganze Zeit bis hierhin war es ja noch so ein bisschen hahaha, hihihi. Also, jetzt ist wirklich ernst. Wir haben jetzt noch ein paar Stunden Zeit. Wir haben jetzt 9 Uhr oder so. In weniger als 12 Stunden wird operiert. Jetzt, ich würde nicht sagen, dass mir der Arsch geht, aber jetzt wird's pretty serious. Was denkst du über die Ärzte dort? Oh, über die Ärzte habe ich ein gutes gehört. Sehr präzise, sehr hygienisch. Also wenn man hört, operieren im Ausland, oh mein Gott, da drehen die alle durch. Also vor allem die Deutschen. Wir Deutschen haben so einen riesen Standard an Krankenhaus und Medizin. Man meint. Richtig. Und man sieht immer im Fernsehen, wie schlecht es den anderen Menschen geht, hygienetechnisch, aber wenn man sich mal so eine Klinik im Osten anguckt, allein in der Tschechei oder Prag, Russland, die haben ja die Hightech-Kliniken ohne Ende. Die haben diese coolen Tafeln, wo du mit den Fingern tippen kannst und so. Das gibt's bei uns ja nicht. Bei uns gibt's immer noch Stühle, auf denen du rollen musst. Weißt du, ich meine? Die fahren mit Joysticks, so nach dem Motto. Also, ich glaube, dass die Ärzte, die Technologie hier sehr, sehr, sehr gut ist. Aber wir werden sehen. Das ist nur meine Meinung, die ich jetzt so gesammelt habe von dem ganzen Instagram-Zeug und so und YouTube. Aber wir werden herausfinden, ob die wirklich gut sind. Denkst du, dass alles gut geht? Ich habe mir versucht anzugewöhnen, das Positive zu sehen. Weil letztendlich, ich habe jetzt eine Zeit, sagen wir 12 Stunden bis zu der Behandlung, die kann ich jetzt füllen mit ganz viel Negativem und Angst. Oder mit Interesse und Aufgeregtheit. Ich finde, Aufgeregtheit ist immer eine schöne Sache, weil es macht das Leben bunter. Wenn man nicht aufgeregt ist und alles immer dasselbe ist, das wird grau und eintönig. Aber jetzt habe ich morgen was ich nicht kenne, worauf ich mich freuen kann. Ich muss den Menschen vertrauen, die mir das anbieten. Ich muss darauf vertrauen, dass andere Menschen das vor mir auch schon gemacht haben und gut hinter sich gebracht haben. Also, ja, na, ich freue mich eigentlich, ja. Was raten dir andere Ärzte? Oh, natürlich. Ärzte aus Deutschland, die das Doppelte dafür wollen, sagen natürlich, nein, macht das auf keinen Fall im Ausland, weil, klar, die wollen einerseits Geld verdienen und andererseits, was man ihnen vielleicht nicht übel nehmen kann, die kennen die Technologie im Ausland vielleicht auch gar nicht. Ich meine, Ärzte sind auch nur Menschen, das sind keine Götter. Und die Menschen, die haben auch in ihrem Leben halt Bücher gelesen, zwar sehr viele und sehr dicke Bücher und wissen meistens auch hoffentlich sehr viel, aber die wissen nicht alles. Und deswegen... Ich traue mich einfach, würde ich sagen. Ich traue mich. Ich mache es einfach. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Was sagen momentan deine Blutwerte? Oh, interessant. Ich habe heute Morgen nochmal, bevor wir losgeflogen sind,
angerufen beim Doc und ich habe am Freitag nochmal Blut nehmen lassen, ganz kurzfristig. Und Leberwerte sehen top aus. Das ist fast, ich glaube, um 3 Punkte über dem niedrigsten Wert, den ich hier hatte. Also die Leute müssen halt natürlich wissen, dass mein Leberwert nie so in der Norm ist wie bei den normalen Menschen. Erstens, weil ich doppelt so viel verstoffwechseln muss an Essen und Zeug und durch meinen Gendefekt. Also man kann sagen, wenn der Leberwert unter 200 ist, ist schon echt top. Und meine war knapp unter 140. Also ist wirklich sehr, sehr gut. Das heißt, die Bedingungen für diese Transplantation sind eigentlich sehr, sehr gut. Bin da guter Dinge. Jetzt kommt die Frage der Frage. Wie ziehst du dich dann an? Okay, ja, Kleidung ist bei Bodybuildern immer so ein Ding. Ich glaube aber, und das habe ich vorher extra schon als Tipp bekommen, nimm dir Kleidung mit einem weiten Kragen. Oder gar keinen Kragen, sondern Hoodies. Jetzt habe ich 2 Zip-Hoodies dabei. Diesen einen schwarz-weißen da, den neuen Badass-Dingsbums. Und von M&X, diesen schwarz-roten. Und habe jetzt geguckt, dass ich ganz alte T-Shirts mitnehme erstens, die ich vorne so ein bisschen aufreißen kann, wenn nötig. Und ich habe 2 Stück dabei, 2 Polos, die du weit aufmachen kannst. Und mit weitem Kragen. Also, ich hoffe, das passt. Mein Kopf wird ungefähr... Es wird eine Glühbirne morgen. Aber ich hoffe, dass es drüber geht. Die Jen muss es dann machen. Ja, was kann ich die kommenden Tage essen? Genau, wegen den Zähnen. Das ist eine gute Frage. Wir haben ja eingekauft und wir haben auch Joghurt. Ja. Ich glaube, damit endet die Liste auch. Also, und was? Banane. Ja, ist Banane mit ein bisschen zermatscht, das geht bestimmt. Ja, Joghurt und Banane. Ich hoffe, dass ich essen kann, weil ich glaube, ich kriege nur die vorderen Zähne gemacht, bis hier hinten hin oder so. Das heißt, Backenzähne müsste gehen. Interessant, weil das kann ich morgen den Arzt auch noch fragen, wie lange ich nicht essen kann. Gute Idee. Ich habe heute schon Hunger gehabt, Mann. Werden die Tage anstrengend? Ich bin extrem Schlaffanatiker. Also mir ist mein Schlaf extrem wichtig und ich gucke auch wirklich, dass ich immer 8 Stunden habe und dass ich in den 8 Stunden gut schlafe, gut regeneriere. Ich glaube, das Anstrengendste wird Schlaf zu finden, weil ich weiß noch nicht, wie ich liegen soll, weil auf der Seite kann ich nicht liegen, das ist meine Liegeposition. Auf dem Rücken kannst du eigentlich auch nicht liegen, weil hinten ist alles gemacht. Ja, da muss ich irgendwie auf dem Gesicht schlafen, so. Das könnte anstrengend werden, weil wenn du eine ganz lange Zeit nicht gut schläfst, geht sie richtig dreckig. Und das kenne ich ja von meinen Porphyriezeiten schon. Wenn diese ganze Haut dann so wehtut und so und du 2-3 Tage nicht schläfst, ist ja eine Katastrophe. Ich glaube, das wird das Anstrengendste. So Reflexsachen, die ich jetzt die ganze Zeit hatte. Wenn ich meine Haare nach hinten mache, das darf mir nicht oder sollte mir nicht passieren. Aber ansonsten bin ich da, ja, ich werde es merken, ganz ehrlich. Es wird mit Sicherheit Momente geben, wo ich denke, oh, das hätte ich lieber nicht gemacht. Draußen rumlaufen, spazieren gehen, das kann ich nicht eine Zeit lang. Ich kann nicht ins Soli gehen, in die Sonne soll ich nicht gehen. Ich kann meinen Kopf die ersten 2-3 Tage nicht waschen. Und irgendwann darf ich mit kaltem Wasser abtupfen und sowas. Rauchen fällt weg, das ist sowieso kein Problem. Alkohol auch kein Problem, Drogen sowieso kein Problem. Nee, ich wüsste sonst Training darf ich nicht machen eine ganze Zeit lang. Ich weiß noch nicht genau wie lange. Ich muss mit dem Arzt noch feilschen morgen ein bisschen, die handeln hier ja so gerne. Dann handle ich mit ihm morgen meine Trainingspause aus. Ich hoffe, dass es nicht länger als 10 Tage ist. Ich habe jetzt 3 Tage wirklich richtig reingeballert. Ich habe Muskelkater des Todes. Ich hoffe, dass sich das noch eine Woche hält. Dass ich mit gutem Gewissen irgendwo abchillen kann und sagen, ach, ja, ich habe noch Muskelkater, kannst daheim bleiben. Aber ab dem 7. Tag, denke ich, kriege ich den Hummel im Arsch. Was ist, wenn es nicht hinhaut? Oh, das ist eine Frage, mit der beschäftige ich mich natürlich nicht so gerne. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier im Video erkennt, aber ich habe hier zum Beispiel Narben. Ich habe hier ganz viele Stellen und Narben und ne, ist hier Schienbeine, brauche ich gar nicht anfangen. Kein schönes Thema, weil durch die Porphyrie habe ich eine sehr, sehr fragile Haut. Man kann die quasi nehmen und abziehen und man hat sie dann in der Hand. Das heißt, auch wenn ich jemandem zu fest die Hand gebe, dann hält er meine Hand in seiner Hand. Und zwar für eine längere Zeit als beabsichtigt. Wenn es morgen nicht hinhaut, gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die Haare wachsen einfach nicht oder mein Kopf vernarbt. Das wird eine ziemlich hässliche Geschichte. Aber jetzt fällt mir gerade eine Lösung dafür ein. Ich lasse mir einfach den Kopf tätowieren. Haare? Nein, so ein richtig krass, fettes, geiles Tattoo.
Genauso wie ich es in den Händen gemacht habe. Mhm. Also die Tattoos an den Händen sind nicht, weil die besonders... Also die sehen schon cool aus. Ich mag die Tattoos. Aber die Tattoos habe ich nie gemacht, weil ich unbedingt die Hände tätowiert haben wollte. Sondern, um ehrlich zu sein, habe ich mich ein bisschen geschämt, weil das so ein bisschen aussah wie Neurodermitis. Jetzt nicht, dass es schlimm wäre, aber wenn ich jemandem die Hand gebe und zugegebenerweise ich schüttel viel Menschen die Hand und der erste Blick ist immer, der geht zur Hand, um sie zu treffen und dann sehen die ganzen Leute diese Narben und roten Stellen, mir war das immer unangenehm. Die Leute haben nie was gesagt, aber allein der Blick und dass ich weiß, dass sie es gesehen haben und jetzt meine vernarbte, eklige Hand in der Hand halten müssen, hat mir schon zu denken gegeben. Und statt, das war ein cooler Spruch, statt Narben trage ich Farben. Ja, ja, letzten Endes jetzt sind sie tätowiert und genau dieselbe Nummer werde ich dann mit dem Köppes machen, wenn es denn wirklich so weit kommen sollte. IFBB Pro Mike Sommerfeld wird präsentiert von Climax, dein Partner für Fitness Essentials.